Wie heißt das denn sonst wieder? Steht so bei Twitter bei dir. War dein Turnier so? Ich hab's Third Class besiegt, aber der Rest war kacke. Gleich verloren, die gleiche Facilitate. Haben wir erwartet. Das ist halt Captain Falcon. Hatte nicht so einen guten Plan dagegen. Es ist halt schwer, wenn es fast keine Captain Falcons im Moment gibt. Findest du das Matchup?
Das ist eigentlich ziemlich glaub, krass Favor für Jigglypuff, ne? Ich glaube, ich finde das Matchup besser als Benno. Benno ist großer Hasser dieses Matchups. Ich bin übrigens Dennis. Ausgezeichnet 69. Nice. Ey, was geht, Julian? Ja, ich habe mit Benno letzte Woche oder vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass er halt meinte, wenn er dieses Matchup spielen muss, dann fühlt er sich halt richtig schlecht, weil er hasst das Matchup so doll. Er denkt, es ist ungewinnbar eigentlich so. Und wenn er einen Stock verliert gegen Third, dann fühlt er sich schon richtig, dann richtig kommt scheiße. Berlin 13 Set. Berlin 13 Set, Alter. Hey, Michael, was geht? Geil. Michael, der ehemalige Manager von Team Kanada Reisen. Jetzt wurde er ersetzt. Durch Ballack? Durch Michael Ballack. Klasse. Der echte Michael Ballack. Der echte, na selbstverständlich. E-Sports Michael Ballack. Yoshi spielt, oder? Ja, genau. Zurich ist ein Yoshi-Atsuko. Ja, ich habe den gehaust mit Basti und Phil zusammen bei End of the Line. Ein richtig korrekter Typ, Alter. Und Phil ist dann abgehauen Samstagnacht und dann hat Frank Lerke noch da gepennt, Reisen. Der hat dann Phils Platz eingenommen. Und dann waren wir korrekt Steak essen in meinem Lieblingssteakhouse. Gute Zeiten. Boah, ich muss gegen den Gewinner von denen. Boah, Benno ist so schnell wieder, Alter. Ich schwöre, heute verliere ich. Und dann wahrscheinlich gegen danach ging's raus. Wenn ich gewinne, ja. Ich spiele heute richtig, richtig trash. Ich bin gerade so down, weil ich gestern halt. Wir haben gestern Marius Geburtstag reingefeiert. Haben uns halt richtig einen reingestellt und ich habe so 2 Stunden gepennt. Und jetzt habe ich gerade so. Kennst du, Kater ist ja immer so wellenförmig. So. Also ich bin gerade in dieser Low-Welle. Ich muss auf jeden Fall auch pennen. Ich habe auch zu Marius gesagt, wenn wir hier fertig sind, dann lass auf jeden Fall nach Hause gehen und pennen. Also der pennt bei mir gerade. Hat er gesagt, er hatte niemals an was anderes gedacht, als sofort zu gehen und zu schlafen. Heute war ich beim Neurologen. Oh, beim Neurologen? Ja. Was ging? Geguckt so. Was, hat er sowas gefunden, oder? Naja, er muss noch ein paar Sachen ausschließen. Okay, was, ich wusste nicht, bist du krank? Ich habe so Kribbeln im Bein und bin halt immer müde, was halt kacke ist. Lass mich deutsche Liver sein. Und jetzt auch Update. Ich bin der Liver von Berlin. Schaut mich an. Ja, guck mal, Alter. Third gewinnt hier erstmal das zweite Game. Und? Ich kann jetzt kein Afro-Rest gegen Sheik machen. Aber anstelle dieses Grabs hätte er halt einen Rest machen können. Das wäre durchaus eine Option gewesen. Und ich hatte heute auch zum ersten Mal EEG gehabt. Oh, EEG ist so, wenn sie dir so an deinen Nippel so einen Nippel anschließen? Nee, und dann so Strom. Ah, Stromimpulse. Fühlt sich richtig weird an. Krass, sehr heftig. Was denkst du, was es sein könnte? Was sagen die? Nichts Ernstes, ne? Kribbeln im Bein hat jeder mal. Bist verkatert einfach. Also eventuell Restless Leg Syndrom. Oh damn. Nippelstrom. Oder schlimmstenfalls MS. Nein. Ah, du hast schon keine MS. Machen wir uns da mal gar nichts vor. Hast du schon nicht. Fertig. Was soll das, ey? Oder halt irgendein viraler Effekt. Oh, Coronavirus. Ja, fuck. Corona. Fuck, schon wieder Corona, Alter. Hab so viel Corona getrunken. Es plagt uns. War das nicht ein Joke? Haben die nicht gesagt, dass Alkohol Coronavirus abtötet so? Und dann haben alle gesagt, ja, dann trinken wir doch jetzt Corona. Habe ich auf Twitter auf jeden Fall mehr als einmal gesehen. Ich habe gehört, dass das gesponsert ist von Corona. Ah, damn. Die sponsern einfach Viren, Alter. Ja. Shit. Werden wir gesponsert von Corona? Nee, wir werden von Sterni gesponsert. Nee, offiziell nicht. Nee, ich weiß. Aber wir haben lauter Sterni-Aufkleber auf unseren Hüten. Ey, Berthold, Alter, was geht? Bist du zu spät, ja, ne? Du bist sehr viel zu spät. Du bist ungefähr anderthalb Stunden zu spät. Das war, dass ich so eine Stunde und eine halbe zu spät komme. Ich bin schon raus, ne? Ja, voll, oder? Ja, doch, ja. Das ist nur das Semi hier. Quarter? Eben, das Quarter, ja. Jetzt schon ja, alle außer das Stream-Setup sind gerade für Freeplay, weil es gibt sonst keine Turniermatches, die gespielt werden können. Nippelstrom. Ja, Berthold ist gerade angekommen. Berthold Lorke. Eine Legende.
Ich schwöre, wir haben dich früher, also Jonas und Dr. Dead und Dancing und so, wir haben dich alle immer Berthold genannt. So. Deswegen aber nicht zu mir, in dritter Person. Kann sein, in dritter Person, ja. Aber ich, fand es halt super cool, ich gesagt, dann nenne ich dich das auch einfach immer so Berthold. Ich finde es mega nice. Ja. Früher habe ich, glaube ich, immer Birdie gesagt und dann habe ich irgendwann Berthold gesagt. Birdie, Alter. Ja, Leute, Berthold Lorke ist im Haus, der Boy der G. Wir machen hier an der Stelle keine Gefangenen. Der Typ will hoch hinaus. Er dreht eine kleine Doku oder so, hat er gesagt. Das ist es dann auch gewesen. Er dreht eine kleine Doku. Wir haben am Wochenende in Hannover, da war er auch, weil dann 64 Major war, mit 20 Spielern oder so. Alter, 64. Ja, ja. Das ist ja schon fast ein Super Major. Ja, voll. Aber das Beste ist eh noch Combo Contest. Combo Contest ist so geil, Mann. So geil. Was? Dort. Also du musst einmal rum. Kann man da nicht durch? Nee. Die Tür ist meistens abgeschlossen. Jedenfalls hat Berthold Interviews geführt, also hat mit mir ein Interview geführt über die allseits beliebte Smash-Turnierreihe Müll im Müll. Also es hieß Smash im Pot und es gab zwei Teile und wir haben beide Müll im Müll genannt. Das war funny, wir haben so 20 Minuten oder so drüber reminisced, wie das war, so 2014. Ich glaube 2013 und 2014 waren die oder 14 und 15. Nee, ich glaube 14 und 15. Und das erste war halt so, ja, es war halt schon relativ scheiße so, ne? Und dann haben die, ja, aber ihr habt das erste Mal TO, das ist nicht so schlimm. Also wenn ihr das und das und das beachtet beim nächsten Mal, das wird schon, ne? Zweites Turnier, alles 10-mal schlechter gemacht. Wir so, damn, Alter, die haben überhaupt keinen Bock mehr auf uns. Wird er dann noch eine Dokumentation über Helix machen und dann die sagen, halt, sagen umwobene Helix 2? Er will halt auf jeden Fall, er wollte heute herkommen und Leuten über Helix zu reden. Ich weiß nicht, ob ich ready bin, Alter. Ich muss auf jeden Fall nach Hause. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich sage einfach irgendwas, weil, obwohl ich nicht da war. Aber für ein paar, die hier sind, war das halt so das erste große Turnier. So, ne? Also ich glaube Alex zum Beispiel. Kevin glaube ich auch. So. Das waren halt so, die haben damals gerade angefangen zu der Zeit. Ich glaube Kevins erstes Turnier war buchstäblich Helix. So. Meins war Trophy Garden. Trophy Garden, oh, da war ich nicht. Ich war bei Icebreaker, das war vorher. Musste ich erstmal direkt gegen Sivo spielen. Damn. Ich spiele in Hamburg auch immer scheiße, deswegen gehe ich da ungern auf Turniere. Hamburg ist einfach verflucht. Da gibt es ja noch gar kein Turnier mehr. Ja, Gott sei Dank. Ja, gut, dass die aufgehört. Was war da sonst noch? Icebreaker? OMD war da, das war so eine Reihe, da gab es glaube ich sechs Turniere. Aber ich mag irgendwie das Bier da nicht so. Astra finde ich okay, ja. Also ist besser als, ist immer noch besser als Becks. Es gibt da so Orte, da gibt es nur Becks. Da denkst du so, ist euer Scheiß ernst gerade, die mich verarscht. Welches Arschloch trinkt Becks? Ich übrigens, Jever sagen die auch immer in der Werbung und so, ne? Aber ich habe auch gehört, dass es eigentlich Jever heißen soll. Weißt ich du, wer ich mal weiß von, immer noch nicht. Weißt du, wer mal gesponsert werden soll von Jever? Na. Liver. Oh, Jever Liver. Ja, Mann. Aber wenn es dann Jever heißt, dann muss er sich auch Liver benennen. Liver. Umbenennen. Okay, Third keept es hier auf jeden Fall close, aber ja, keine Ahnung, Benno outplayed ihn halt 12-mal hintereinander und dann, weißt du, wenn Third Glück hat, dann kriegt er halt einen Rest. Das ist halt, halt Puff. Genau, das ist halt Puff, vor allem in dem Matchup. Oh, Bro, was um alles in der krass, Welt. Das wäre krass, wenn er einen Rest da rausmacht. Er hätte ja auch einfach nur die Recovery resten können, anstatt irgendwie Full Jump Forward B zu machen. Aber die Forward B nach unten geengelt, vielleicht hat er zu spät irgendwie nach unten gedrückt, so weißt du. Vielleicht ist er vom Stick abgerutscht. Benno hast sowas von Rest. Ja, ja, voll. Weil es halt für ihn Low Risk ist. Ja, ja, voll. Er ist ja gegen Sheik auch so, genau. Gegen Peach genauso. Oh, Benno hat gerade auch verächtlich mit dem Kopf geschüttelt. Hä, was macht die Down Smash? Die eist den ersten Hit hoch und dann macht sie halt 9% oder so. Also das ist wirklich. Die Down Smash macht nichts. Wie gesagt, einfach. Solltest du dich jemals in dieser Situation befinden, dass du mit Peach Rest punishen willst, nimm nicht die Down Smash, sie macht 9 Schaden. Ich würde dann eher vielleicht. Das kann auch zum Rest gehen, ne? Ich würde Up Air Full Jump Aerial probieren zum Beispiel. Oder Stitch versuchen. Ja, natürlich. Turnip ziehen sowieso. Also ich würde Grounded Float Canceled Up Air zu Full Jump und dann probieren noch eine Aerial hinterher zu schmeißen. So. Aber du musst eine Float Aerial hinterher schmeißen, weil du das Turnip in der Hand hast, weil das ist ja dein Trade-off, dass du auch noch das Turnip haben willst. So. Oh, das Turnip in Stock. Mm.
Stöckel. Oh, ja, Axiom. Das, oh, damn. Damn, Daniel. Der Pop. Das hätte, also das war auch, also da war er gerade faul. So. Er hat gesehen, dass das nicht möglich ist. Also hat selbst, der Backer oder ja, ja. Reverse Fair wäre gut gewesen. Ich glaube, Reverse Fair hätte dich dann halt auch off so. Und dann bist du aber selber immer noch im, Moment, also im Momentum drin mit Pummelhof, dann kannst du noch offstage gehen oder so. Puffs. Ich denke mal manchmal, Meli sieht so langsam aus, weil ich diese VODs mit zweifacher Geschwindigkeit editiere. Ah. Das ist halt echt ungewohnt, dann wieder normales Meli zu sehen. Okay, Third hat die Chance für einen Rest. Was anderes bleibt ihm jetzt, glaube ich, kaum übrig, weil er ist halt, er ist relativ schnell tot hier. Oh, ah, da hätte er es haben können. Und das ist der Dode und dann... Und dann musst du spielen. Viel Glück. Benno, wir müssen gleich spielen.